Ich glaube, dass, ich nenne es jetzt mal Zusammenarbeit, um einen etwas neutraleren Begriff zu nehmen, dass das schon ein gemeinsames Ziel braucht, ein vages Ziel, als wichtige Erfolgsvoraussetzung, weil wo es das nicht gibt, wird es keine gleichgerichteten Interaktionen geben, also sozialen Interaktionen geben. Ich glaube auch, dass es eine Kultur braucht, die auf gegenseitige Anerkennung und Respekt gerichtet ist. Und ich glaube auch, dass es gewisse Vertrauenspositionen geben muss, weil ohne dieses Vertrauen dieser Flow nicht entsteht, der im Wissensbereich halt entstehen muss. Ja, wenn man ständig das Gefühl hat, kritisiert zu werden, was ja auch in einigen Bereichen vielleicht der Fall ist, dann wird das Ganze zu einer Anstrengung. Und unter Anstrengung, kulturelle Güter zu erzeugen, führt vielleicht nicht immer zum besten Ergebnis. Also da wäre das schon wichtig aus meiner Sicht. Das heißt aber auch, dass nicht jeder machen kann, was er will, weil ein einheitliches kulturelles Verständnis eben auch heißt, dieses Verhalten ist okay, jenes Verhalten ist nicht okay, so wie wir es eben auch in der Wikipedia erleben oder wie wir es auch sonst zum Beispiel in der Blogosphäre kennen. Da gibt es soziales Verhalten, was unerwünscht ist und was auch zum Teil sozial geächtet wird, um es mal ganz hart zu sagen. Der Troll beispielsweise. Der Troll, der bestimmte Diskussionsstellen markiert, ist unerwünscht, was ihn reizt. Also ich habe Schwierigkeiten damit, Kollaboration und Entscheidungen in einem Gedanken zu denken, weil für mich ist Zusammenarbeit vor allem ein Prozess, wo Leute sich aufeinander beziehen in dem Willen, ein Ergebnis zu erreichen. Aber dieses Ergebnis ist, glaube ich, keine Entscheidung. Sonst würde ich eher von Partizipation sprechen oder Teilhabe. Ich spreche von Kollaboration, weil es zu Anfang so eine grobe Idee gibt, was zu tun wäre und dann Menschen sich konfigurieren, Menschen sich finden, Menschen anfangen, etwas zu tun und dann im Tun sich die Sache weiterentwickelt. Also ich glaube, wichtig ist, dass es überhaupt eine spürbare Entwicklung gibt und in dem Moment, in dem Diskussionen auftreten, die entweder die Gruppe aufspalten, was ich im sozialen Bereich ja auch schon erlebt habe, also bei dem Versuch, einen Mehrautorenblock zum Beispiel zu errichten, stellte sich heraus, die Eingeladenen zerfallen in drei verschiedene Gruppen, dann wird es schwer. Und genauso wird es schwer, wenn es grundlegende Entscheidungen zu treffen gibt, aber es keine Instanz gibt, die wenigstens den Prozess steuert. Also ich glaube, es braucht so eine Minimum-prozessuale Steuerung. Ich habe jetzt allerdings auch eher sowas wie eine Wikipedia vor Augen. Ja? Also mein Beispiel eines Steinmännchens hat überhaupt gar keine Steuerung, wenn das Steinmännchen am Berg steht und Leute dort Steine hinstellen in der Erwartung, dass das Männchen ihnen der Orientierung dient. Oder wenn Leute Hashtags im Internet benutzen, dann gibt es auch niemanden, der das steuert. Im Gegenteil, es gibt absurderweise irgendwann einen Punkt, wo Hashtags zu benutzen so klar ist, dass niemand mehr hinterher fragt, warum er das eigentlich tut. Und es weiß auch niemand, wer den Hashtag erfunden hat. Also es wird dann einfach, es fließt sozusagen in ein ganz normales soziales Verhalten ein, dass man Hashtags benutzt.